Die Thematiken der Scheidung werden auch hier behandelt. Die Scheidung der Khul'a. Al-Khul'a ist eine Form der Scheidung, auch wenn es fachlich eigentlich keine Scheidung ist. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Scheidung und dem Khul'a. Ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem Begriff gehört hast. Al-Khul'u oder Al-Mukhala'a auch genannt. Hast du schon mal davon gehört? Na, die Fuqaha behandeln diese zwei Thematiken zwar in diesem Bereich, aber jedes von ihnen wird separat behandelt. Denn der Khul' ist im wahrsten Sinne des Wortes keine typische Scheidung. Es ist keine typische Scheidung. Daher, das ist jetzt, wir rutschen ein bisschen ab vom Thema, aber nur mal nebenbei so. Wenn es zu einer Trennung zwischen Mann und Frau durch den Khul' kommt, das wird nicht als eine Scheidung gezählt. Das heißt, nehmen wir mal an, er hatte sie schon zweimal geschieden gehabt. Und jetzt beim in Anführungsstrichen dritten Mal, kommt es zum Khul'. Das wird nicht als dritte Scheidung gezählt, auch wenn sie getrennt sind. Auch wenn sie getrennt sind.